Erna, 20 Jahre, Prinz Charming, 25 Jahre alt oder die behinderte Lotta. Hier in der Villa Anima in Backnang haben sie eine letzte Zuflucht gefunden. 4 Pferde, 13 Katzen, ein paar Hühner und Enten. Vanessa Reif liebt alle. Für einige eine neue Erfahrung. Alt ist nicht mehr so süß, macht Arbeit, kostet Geld. Manchem wird das lästig. Tierheim oder Einschläfern, davor bewahrt Vanessa die Tiere. Sie sollen ihre letzten Jahre, manchmal auch nur Tage, genießen dürfen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt ein Tierhospiz zu gründen? Es hat sich entwickelt, nachdem ich meine ersten alten Karte aufgenommen hatte und mir das so viel Glück bereitet hat, also dem zu versorgen und es dem schön zu machen, dem einfach einen schönen Lebensabend zu bereiten. Dann kam der nächste alte Karte und so hat es sich entwickelt. Sind die dankbar? Ja, ich finde schon. Also es gibt ganz viele Momente, wo mir so das Herz überläuft vor Liebe, weil die mir einfach schöne Momente schenken. Und ja, ich möchte es mit nichts auf der Welt mehr eintauschen. Auch wenn die Arbeit mit alten Tieren alles andere als leicht ist. Je älter, desto mehr Krankheiten. So muss Erna regelmäßig zum Tierarzt. Die Erna ist ja schon auch ein bisschen gestraft, weil die ist auch taub. Ach, auch noch? Ja, die hört nichts. Und was natürlich jetzt nichts passieren darf, dass wir das zweite Auge auch noch verlieren. Dann hat sie gar keine Orientierung mehr. Und dann würde ich sagen, es ist eigentlich fast gleich geblieben vom letzten Mal. Also es hat sich nicht verschlechtert. Tierarzt, Futter, um alles zahlen zu können, arbeitet die Kommunikationsfachwirtin Teilzeit. Finanziert wird ihr Verein von Spenden. Bedauernswert auch Lotta. Als Küken wurde sie brutal getreten, ihre Beinchen unwiederbringlich verkrüppelt. Und kann sie damit leben? Jetzt sieht es natürlich schon ziemlich übel aus, wenn das Beinchen so verdreht ist. Also die Lotta ist so ein lebensfrohes Hühnchen, das glaubt man ja nicht. Ja. Also die frisst, die wühlt im Matsch. Die wäre sicherlich auch gutes Schlangenfutter, wenn man mal ehrlich ist. Aber das ist nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ist, ich helfe jedem, der zu mir kommt und der Hilfe braucht, und dem wird geholfen. Auch wenn sie irgendwann gehen, ganz verlassen ihre Schützlinge die 34-Jährige nie. In dieser Galerie bekommt jeder einen Platz. Wie gehst du überhaupt damit um? Also ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, wenn bei mir ein Tier stirbt. Das ist für mich immer ein wahnsinniges Drama und ich brauche da auch Tage, manchmal Wochen, vielleicht sogar noch länger, um drüber wegzukommen. Bei dir ist das ja jetzt schon fast Alltag. Wie bewältigst du das? Also im Prinzip ist Sterben nichts Schlimmes, gehört einfach dazu, bei uns noch viel mehr wie anderswo. Und ja, man lernt damit umzugehen. Fließen trotzdem Tränen? Ja, immer wieder, aber nicht immer. Es ist so innig und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Also da kommen wir jetzt hin, dass ich eigentlich auch oft gar nicht weine, sondern einfach nur ein ganz, ganz glückliches Gefühl habe. Eine neue Bewohnerin zieht ein, Nastja. Weil sie im Alter nicht mehr das Wasser halten kann, wurde sie im Wald ausgesetzt. Vom Tierheim kommt sie zu Vanessa. Also was ich jetzt ganz faszinierend finde, diese Katze ist ja gerade erst gekommen und jetzt liegt sie schon hier und lässt sie streicheln. Ich habe das Gefühl, sie sieht relativ entspannt aus, oder? Ja, also ich versuche auch immer Sicherheit zu vermitteln. Ich bin so ein bisschen die Mama hier und ich gucke natürlich dann auch, dass es allen gut geht und das versuche ich auch auszustrahlen und vielleicht kommt es bei ihr ja auch gerade an. Ich habe auch ganz oft den Eindruck, die verstehen das. Die kommen hier rein und denken, hier bin ich willkommen. Die spüren das ja, schon? Ja, die spüren das. Das ist Wahnsinn. Wenn ich mal alt bin, darf ich dann auch zu dir kommen, Vanessa? Das ist echt das Paradies hier für alte Tiere. So schön. Okay.